Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Agentur für Online-Händler. In dem heutigen Video schauen wir uns an, was Google-Suchoperatoren sind und zeigen euch die bekanntesten Suchbefehle von Google. Starten wir zuerst damit zu verstehen, was genau Suchoperatoren eigentlich sind. Streng genommen kommen Suchoperatoren aus einer Zeit, als Google noch keine so exakten Suchergebnisse liefern konnte wie heute. Diese Suchoperatoren sind Sonderzeichen oder Wörter mit einem Doppelpunkt dahinter, die zusammen mit einem Suchbefehl bei Google eingegeben werden, um so eine noch genauere Suchanfrage zu stellen. In den vergangenen Jahren hat Google jedoch eine Vielzahl von Suchoperatoren abgeschafft. Der Grund dafür ist, dass der Algorithmus der Suchmaschine immer besser wurde und so kaum noch Operatoren verwendet werden müssen. Schauen wir uns nun aber die beliebtesten Suchoperatoren an, die noch funktionieren. Erstens ein Suchbegriff in Anführungszeichen. Durch Anführungszeichen werden euch nur Seiten angezeigt, die eure Suchanfrage in der exakten Schreibweise enthalten. Zweitens und in Großbuchstaben. Diese Anfrage zeigt nur Ergebnisse, die sich auf die beiden Begriffe beziehen. Drittens oder in Großbuchstaben. Diese Anfrage soll nach beiden Begriffen in einem Zusammenhang suchen. Viertens ein Minus. Das Minus soll einen Begriff aus der Suchanfrage ausschließen. Fünftens, zwei Punkte zwischen zwei Zahlen. So lässt sich nach bestimmten Zeiträumen bei Google suchen. Sechstens, ein Unterstrich. Mithilfe des Unterstrichs lässt sich die Autovervollständigung besser steuern, da dieser eine Platzhalterfunktion einnimmt. Siebtens, Dollar oder Euro. Mit diesem Suchbefehl lassen sich preisbezogene Suchen durchführen. Achtens, das Wort in. Mit der Hilfe dieses Befehls könnt ihr eine Einheit in eine andere umwandeln, zum Beispiel bei Gewicht oder einer Währung. Neuntens, weather. Mit diesem Suchbefehl findet ihr das Wetter an einem bestimmten Ort heraus. Zehntens, in-text. So findet ihr Seiten, die ein ganz bestimmtes Wort enthalten. Elftens, film. So findet ihr Informationen zu einem ganz bestimmten Film. Und zwölftens Related. Mit diesem Suchbefehl findet ihr nur Seiten, die mit anderen Webseiten verwandt sind. Das waren auch schon 12 hilfreiche und noch funktionierende Google-Suchoperatoren. Wir hoffen, wir konnten euch mit diesem Video weiterhelfen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Bei weiteren Fragen könnt ihr euch gerne direkt bei den Experten von eBakery melden. Viel Erfolg wünscht euch, euer eBakery-Team.